Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. So, ich habe seit der letzten Folge habe ich noch ein bisschen an der Ausrüstung rumgefeilt und wie ihr seht, ich habe hier den Knochenhelm bekommen oder gecraftet sozusagen. Dafür hatte ich ewig lang alte Knochen gesucht und ich würde eigentlich gerne noch den Stab verbessern und mir noch die Hose holen. Dafür brauchen wir aber eben noch alte Knochen. Und wo es die gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich denke mal, dass ich hier einen guten Spot gefunden habe. Mal schauen, ob es da jetzt wieder was gibt. Und zwar in den uralten Wald. Gehen wir in das südwestliche Lager. Ich glaube, da müssten wir eigentlich richtig sein. Also ich hoffe es zumindest mal. Ich hoffe mal, dass der Spot immer der gleiche ist, wo man das Zeug dann bekommt. Ich würde nämlich schon gerne die komplette Rüstung fertig haben wollen. Also was ist fertig? Man muss ja noch, kann sie ja auch noch leveln und sowas mit den verschiedensten Materialien. Oh, die Ladezeiten sind nicht ohne hier. So, ich mache einfach Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, und dann schauen wir doch mal, ob ich es jetzt finde. Was können wir hier was nehmen? Ne, hier ist nichts drin. Ist klar. Okay. So, wir gehen auf Expeditionstour durch den uralten Wald. Ah, der Helm schaut schon nice aus. Ich glaube, das war, wenn sie mich nicht täuscht, ich glaube, das war hier runter. Hier hinten müsste das gewesen sein. Also hier hatte ich es auf jeden Fall gefunden, und zwar hier unten. So, hier bei denen. Ah. Nee, gibt es nur Monsterknochen? Letztes Mal hatte ich hier, glaube ich, alter Knochen. Genau, sehr schön. So, und jetzt weiß ich nicht, wie lang die Spawnzeit von dem komische Knochenhaufen ist, weil ich glaube, dass man die hier am besten findet. Wir gehen vielleicht mal hier hoch oder so. Vielleicht gibt es oben auch noch irgendwie Knochenhaufen. Oh. Okay, Lehmkröte. Wir sind gelähmt. Bläh. Jetzt kommen. Schauen wir doch mal, ob es hier auch noch Knochenhaufen gibt. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht in der Gegend. Das sind alles Lehmkröten hier. Alter, ich will. Oh ja, Nat. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Den haben wir noch gar nicht gelegt, glaube ich, gell? Ich glaube, so schwer kann der aber auch nicht sein, wenn Barot haben wir auch schon gelegt. In der letzten Folge übrigens. So, gibt es hier noch irgendwo Knochenhaufen?
Scheint nicht so zu sein. Gehen wir doch mal hier runter. Ich glaube, das ist eher die Höhle von dem ist, oder? Ein sehr klebriges Netz, es wird benutzt, um Fallgruben herzustellen. Okay. Oh, ich müsste mal was verkaufen oder so. Mein Beutel ist gerammelt voll. Nein. Für was lassen wir das zurück? Honig. Blitzkapsel. Kraut natürlich auch nicht. Komm, wir lassen es mal. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir hier noch mal alte Knochen finden. Nee, hier scheint nichts zu sein. Ich muss wieder zurückgehen. Ich hoffe mal, dass das schon wieder gespawnt ist. Schaut nicht so aus. Gibt's hier oben vielleicht noch was? So, wo finden wir hier noch Förderplatz, Knochenhaufen? Da wäre noch einer. Aber ist die jetzt schon wieder da oder wie? Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Ah, er ist schon wieder da, okay. Alles klar, bitte dann mach einmal alte Knochen, bitte brauche ich noch. Eieiei. Ach, schade. Okay, wo haben wir noch so einen Knochenhaufen? Okay, dann gehen wir dort mal hin. Wir können auf jeden Fall unsere Waffe verstärken einmal und können uns dann die Hose kaufen oder Hose herstellen. Okay. Nein, lass mich bloß in Ruhe. Ich dreh durch.
Fett ist auch schon wieder da. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Jawohl, sehr schön. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch eh schon alles, was wir wollten. Und dann beenden wir die Expedition. Von Expedition zurückkehren. Jawohl. Okay, da haben wir natürlich nicht viel geschafft jetzt, weil wir haben eigentlich nicht viel gemacht, sozusagen. Gib dich sofort zur Wildturm. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir da noch nicht hin. So, dann schauen wir doch mal. So, Ausrüstung schmieden bitte. Und zwar einmal die Rüstung. Genau. Und da ist er schon. Monsterknochen brauchst du einmal. Da habe ich 63 Stück alter Knochen. Einer und ich habe 3 im Inventar. Okay, dann kaufen wir das doch mal. So, okay, dann ist das Set auch schon fertig. Und wir schauen mal. Waffen. Naja, schmieden wollen wir sie nicht. Wir wollen sie eigentlich nur verbessern. Und zwar, was ist denn das hier? Den Knochenstab. Wollen wir einmal bitte auf Angriff 341. Genau. So, können wir noch was machen? Was brauchen wir da? Monsterknochen. M. Felsknochen hätte ich genug. Aber wir haben jetzt dort eigentlich... Hier hat man einen Wasserschaden. Ein Wasserfeuer. Okay. Hier haben wir eben noch gar nichts drauf. Okay. Lass mal das mal. Ein Bogengewehr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt weiter mit
unheimliche Schatten. Aufgaben, unheimliche Schatten bitte. Wir machen alleine. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Aber dabei könnten wir eigentlich doch schauen, ob wir die Ausrüstung ein bisschen verbessern können. Die haben wir Stufe 2. Die könnte man noch verbessern. Okay. Stufe 2. Verbessern wir die noch einmal. Und die auch einmal. Sehr schön. So, dann haben wir eigentlich alles auf Stufe 2 jetzt. Ist doch schon mal was. Und wir sind in der Vorbereitung immer noch. So, okay. Dann brechen wir auf. Ja, mit den ganzen Craft-Systemen muss ich mich noch ein bisschen mehr befassen. Also ist gar nicht so einfach. So, unheimliche Schatten im Sumpf. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur. Finde den verschwundenen Gelehrten. Okay, probieren wir es mal. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Huh? Moment mal, was ist das da? Wo denn? Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Okay, scheint eine erste Spur zu sein. Hm.
Haben wir hier irgendwas auf der Karte? Auf der Karte ist jetzt nichts markiert. Okay. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Hätte Barhautspuren hätte ich gefunden, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir suchen. Ah, da hinten ist was. Ach du Scheiße. Ist der Barot? Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein... Ein Barot? Aber der sieht schon fertig aus. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich hab ihn gesehen. Nein, der Juratodus, der hat den Barot nicht getötet, das war... Oh. Alter Schwede! Was ist denn das für ein Vieh? Ja, ich will immer in die Scheißhaufen da rennen.
Okay. Das heißt, läuft ja gar nicht so schlecht. Aber ich wollte eigentlich mal so einen Machtsamen probieren. Megatrank, Machtsamen. Ein Haufen, da muss ich aufpassen. Die Wespe. Oh, seid den falschen. Ich wollte nicht. Ja, macht mal. Bekämpft euch mal. Die Wespe. Na, jetzt rennt der mir hier nach. Ich glaube, ich bin. Weiß ich natürlich, wie ich wo der andere hingerannt ist. Alter Schwede. Ah, ich glaube, die Richtung müsste schon passen.
wieder in sein... Oh, wir wetzen jetzt erstmal. Dass wir den auch platt machen können. So, hier müsste irgendwo... Ah, da vorne ist er. Okay, er dreht gerade ein bisschen durch, glaube ich. Eieiei. Oh, jetzt falle ich da rein.
Kämpfe gehen schon extrem lang. Okay, dann weiter geht's. Haben wir uns nochmal einen Trank rein? Kurz mal einmal im Kreis gelaufen. Können wir gar nicht mehr haben. Okay, bleiben wir noch ein bisschen weg. Oh, krass, krass, krass. Können wir hier noch was looten? Geschafft, Leute. Quest erfüllt.
Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch jetzt an der Stelle einen Cut und schauen wir natürlich in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich sehr, sehr über Support freuen. In Form von Abo, Kommentar oder auch Like. Alles gern gesehen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.